Was wollen Sie mit diesem feierlichen Ton? Es war jetzt aber richtig, oder? So viel, dass Carlos nicht gesonnen ist zu müssen, wo er zu wollen hat. Dass Carlos nicht gesonnen ist, der Unglückseligste in diesem Reich zu bleiben, wo es ihn nichts als Umsturz der Gesetze kostet, der Glücklichste zu sein. Verstehe ich Sie? Sie hoffen noch? Sie wagen es zu hoffen, wo alles schon verloren ist? Ich gebe nichts verloren als die Toten. Auf mich, auf Ihre Mutter hoffen Sie? Jawohl. Ich hoffe, dass Sie eines Tages auch dieses Textes mächtig seien. Auf mich, auf Ihre Mutter hoffen Sie? Auf mich, auf Ihre Mutter hoffen Sie? Auf mich, auf meine Mutter? Da steht übrigens als Regieanweisung dahinter. Sie sieht ihn lange und durchdringend an. Ich gebe nichts verloren. Also, da muss eine Pause sein. Ich gebe nichts verloren als die Toten. Auf mich als miese Mutter? Nee, jetzt war die Pause zu früh, habe ich selbst gemerkt. Nein, nein, Kinder, nein. Das ist ziemlich sinnlos so. So kann man nicht arbeiten. Bitte noch mal Text machen. Und beim nächsten Mal möchte ich die Königin bitte im Kleid sehen. Im Kleid. Da müsst ihr mir erst mal eins geben. Überhaupt eine Zumutung. Er im Kostüm und ich in Jeans. Da kann man nur wirklich nicht. Haben wir denn irgendetwas gemacht, Caro? Nein, wirklich, wir haben nichts gemacht. Haben wir... Man vergisst sowas ja gelegentlich oder unterschätzt die Dringlichkeit. Haben wir denn irgendetwas nicht gemacht, was von mir als Intendant da irgendwie erwartet werden konnte? Ja, wirklich, wir haben alles gemacht. Na, was will er denn dann von mir? Ich weiß es nicht. Haben Sie Ihre Tabletten genommen? Ja, aber irgendwie, Sie wissen, Caro, nur im äußersten Notfall. Mehr Tabletten darf ich nicht. Okay, bitte. Nur im Notfall. Natürlich. Ach, warum? Warum geht von Ihnen so eine Kraft aus, Caro? So eine Kraft. Bei mir rieselt sofort. Es durchrieselt mich richtig, durch und durch. Ihre Ruhe und Ihre Menschlichkeit, Ihre Ausgeglichenheit und alles. Dabei schreibt mein Sohn heute eine Lateinarbeit. Und wenn er die auch noch verhaut, dann können wir die Klasse noch mal machen. Ja, man spürt's nicht, Caro. Man merkt ihn nichts an von dieser Aufregung. Aber haben Sie das noch mal nachgeprüft? Will er mich wirklich alleine sprechen? Ein Vier-Augen-Gespräch privaten Charakters. Und ich habe den Eindruck... Gianelle? Die Regierungskanzlei ist dran. Der Ministerpräsident verspätet sich etwas, ob es gegen 12 Uhr auch noch ginge. Besser sogar. Dann können Sie vorher noch Krieg und Frieden machen. Ja, ja, bitte. Aber warum? Warum bestellt er mich nicht zu sich? Warum kommt er her, der große Landesvater, zum kleinen Intendanten? Er ist doch Ihr Parteifreund. Das ist ja das Schlimme. Gegen einen Feind könnte ich mich ja wehren, aber wer hilft mir gegen meine Freunde? Hat, glaube ich, Lenin schon gesagt, oder Goethe, oder Konsalik. Jedenfalls ein ganz Prominenter. Ich war, was will er von mir? Wenn er überhaupt was will. Der will bestimmt was. Sie wohnen also in den USA? Ja. Und sind extra zur Abnahme Ihrer Sendung hier herübergekommen? Zu Gesprächen, die weitere Zusammenarbeit betreffend. Und zur Abnahme um 17 Uhr im Vorführkomplex. Beides, ja. Aber wenn er aus den USA kommt, Herr Hannemann, dann hätten Sie doch die Reise 8 Wochen vorher genehmigen lassen müssen. Das wissen Sie doch. Habe ich auch. Hier mein Brief an den Programmdirektor, Kopie zurück. Hier steht sein Okay. Und das war nicht erst vor 8, sondern sogar vor 13 Wochen. Was heißt Programmdirektor? Programmdirektor, der kann Ihnen sagen, wie das Wetter ist. Oder er kann bestimmen, wie viele Blusenknöpfe die Ansagerin aufmachen darf. Aber er kann doch nicht für einen freien Mitarbeiter eine Anreise aus Tucson in Arizona genehmigen. Nicht Tucson. Tucson. Oder? Tucson. Ah ja. Das wird ja unseren Gast aus Amerika sehr interessieren, wie im deutschen Fernsehen die Herren Künstler mit den Leuten, die ihnen das Geld für ihre Spinnereien überhaupt erst zur Verfügung stellen. Herr Hannemann, ich bin nur ein kleiner Verwaltungshengst. Aber wenn Sie als Redakteur mir imponieren wollen, dann müssen Sie früher aufstehen. Tucson, Tucson, so sehen Sie gerade aus. Was haben Sie denn an Dienstreisen schon geschafft? Hä? Lächerlich. Soll ich Ihnen sagen, wie oft ich in Amerika war, in Tokio, in England, BBC und wie das alles heißt? Fußball-WMs, Olympiaden.
Wer hat denn in Hongkong die Spesen unseres Korrespondenten geprüft? Und in Bangkok? Mein Lieber, Sie wollen mich korrigieren. Hallo? Wer ist hier bitte sehr der Innenrequisiteur? Ja, wo brennt's denn? Ich bin Chefkritiker und spiele in diesem Stück einen spanischen Prinzen, der nur Auftritte bei Hofe hat. Mit Text, versteht sich. Nur bei Hofe und mit dem kurzen Stichdegen der spanischen Höflinge an meiner Linken, versteht sich. Bitte sehr, das war normalerweise im 16. Jahrhundert ein geschliffener, antiker Vierkant oder so ähnlich. Aber das hier, das ist Marinedolch aus dem Zweiten Weltkrieg mit mühsam herausgefeiltem Hakenkreuz. Wenn Ihnen der Dolch nicht schmeckt, hätte ich vielleicht noch ein Brotmesser. Nein, Herr Hannemann, so ist das eben nicht. Ich muss das vorher wissen. Wie versteuern Sie als Österreicher Ihre deutschen Einnahmen, Ihre amerikanischen Einkünfte? Sind Sie umsatzsteuerpflichtig und wo und wie krankenversichert? Der Programmdirektor, nicht wahr? Der hat damit überhaupt nichts zu tun. Er muss sich bei uns seine Reisen genauso genehmigen lassen wie jeder andere auch. Jinske, der Prellhahn, Sie bringen die Dinge ganz fürchterlich durcheinander. Der Orletsch sitzt auf seiner Professur in Amerika. Der braucht diesen Sender nicht, der verdient genug auch ohne uns. Und berühmt genug wird er auch ohne uns. Aber wir, verstehen Sie? Wir sind daran interessiert, dass er für uns arbeitet. Wir haben ihn mit List und Tücke dazu überredet, für uns ein Buch zu schreiben. Das haben wir mit viel Mühe, viel Liebe und auch viel Geld realisiert. Dann haben wir ihn gebeten, herzukommen zur Abnahme und zu weiteren Gesprächen mit dem Fernsehspiegel. Dem Programmdirektor hat großzügig für uns die Reisekosten beauslagt. Und jetzt soll er bei Ihnen einen Antrag stellen, damit er sein eigenes Geld wiederkriegt. Herr Orletsch, ich entschuldige mich bei Ihnen für diesen Sender und für diese Verwaltung. Sie hätten den Antrag stellen müssen. Sie Ignorant, Sie Spinner, Sie Redakteur, Sie. Herr König, stehen Sie auf, wir sind entdeckt, mein Hof ist in der Nähe. Schnitt. Tut mir leid, heute gibt es Krach. Es tut mir wirklich leid, aber so kann man nicht mehr was arbeiten. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich weiß absolut nicht mehr, wie das weitergehen soll, garantiert. Los, was ist? Das Kleid für die Königin. Wir haben im Fundus zwar zwei, die ihr passen würden, aber die sind beide blau. Ja, da muss was geliehen werden. Früher wurde sowas angefertigt. Ich habe was geliehen, beziehungsweise ich wollte, aber ich darf es nicht. Solange Kleider im eigenen Fundus vorhanden sind, müssen die verwendet werden. Ich kann kein Blau gebrauchen. Du solltest dich nicht so anstellen. Andere Regisseure würden auch billiger produzieren. Und der Aufwand, den du betreibst, den würde das Publikum sowieso nicht in deinen Sendungen wiederfinden. Studio ist klar, wir können. Mich könnt ihr. Bitte, soll sie einen blauen Fummel anziehen? Da werden wir ja sehen. Wo ist der Intendant? Mit Caro runter in E12. Das ist ein Empfang der Filmabteilung. Nein, keine Pensionierung diesmal, sondern ein Jubiläum. Die 100. Wiederholung von Krieg und Frieden. Und warum wollen Sie mich da hinschleppen? Weil wir da die meisten der Figuren treffen, die hier was zu sagen haben. Und wahrscheinlich auch Tanelle. Wer ist das? Der Intendant. Herr von Tanelle, alter Adel. Einer der wenigen deutschen Intendanten, die noch was vom Geschäft verstehen. Journalist? Er war lange im Fernsehrat, bevor er Intendant wurde, als Vertreter des Deutschen Bauernverbandes. Und nebenbei züchtet er wundervolle Orchideen. Es gab nicht viel im deutschen Fernsehen, was unseren Zuschauern immer und immer wieder so viel Vergnügen bereitet hat, wie Krieg und Frieden. Und wenn Sie, verehrter Mr. Murphy, uns den Dank der Verleihfirma überbracht haben, so nehmen Sie bitte auch unseren Dank mit zurück in Ihre schönen Vereinigten Staaten. Denn wenn man bei uns Napoleon nicht mehr für eine Schnapsfirma hält und wenn der Mädchenname Audrey auf Platz 5 im Best-Taufteller steht, dann verdanken wir das Ihrem Autor Tolstoi und seinem ganzen Team. Es geht hier nicht um etwas, sondern darum, was ich immer gesagt habe. Was du nicht verstehst. Doch, du weißt das nicht. Mogelkontrolle. Hier. Wo? Da. Da war er. Der ist nicht mehr da. Jetzt gucken Sie mich nicht so an. Sie sehen doch, dass er nicht mehr da ist. Da war er. Der ist weg. Verloren. Rote gefallen, was weiß ich. Ja, nun los, so suchen Sie ihn. Oder der Hund. Wozu haben Sie den Hund? Aber Sie werden doch wohl Herrn Weinzwang erkennen. Den Regisseur Weinzwang, den kennen Sie doch. Ihren Betriebsausweis. Hier, sie hat einen. Aber Sie keinen. Lassen Sie mich doch in Ruhe mit Ihrem Quatsch. Ich muss zum Intendanten. Lassen Sie mich durch, seine Unverschämtheit. Ist das Ihr Sender hier?